Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir haben gerade das Banditenlager hinter uns mit dem etwas merkwürdigen Neil, der Spaß dran hat, Leute zu töten. Der jagt die Banditen einfach nur zum Spaß. Ich meine, Banditen zu jagen, die unschuldige Leute abmeucheln, ist vielleicht nicht die verkehrteste Einstellung. Aber nur so zum Spaß, weil es für ihn zu wenig Kriege gibt? Ja, ich weiß nicht. Gut, da lässt sich wohl drüber streiten. Ich würde es als ungesunde Einstellung bezeichnen. Er sieht es wahrscheinlich anders. Wir holen jetzt erstmal das Panorama. Das ist hier auf dem Berg, das sehe ich schon. Gut, den haben wir mal wenigstens nicht so viel zu klären. Ich habe ein Panorama gefunden. Ich muss die Nachrichten noch zusammensetzen. Gut, den holen wir uns nochmal das Panorama. Gut. Zumindest nicht wieder aus so einem riesen Hochhaus rauf. Apokalypse-Sturm-Tour, Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Okay. Der hat hier auch so eingebrochen. Das hebt er auf. Das Gebäude da wahrscheinlich, wo ich von hochgeklettert bin, oder? Sieht so ein bisschen danach aus. Gut. Den hätten wir dort auch erledigt. Das Banditenlager hätten wir erledigt. Den wir als nächstes. Hauptquest, Nebenquest. Gut. Dorthin. Das kriegen wir auch hin. Vor allen Dingen hier überall kaputte Wächter rum, ne? Die Bäume stehen hier sehr dicht. Und ich glaube, ich werde auch morgen gleich schwer hindurchschießen. Ein bisschen verkaufen müssen gleich. Ja, die Bäume stehen vielleicht sehr dicht, Eloy. Ist vielleicht nicht so einfach mit Zielen. Aber die Maschinen sehen einen auch nicht so leicht. Komm her, mein Schöner. Komm. Wir müssen da lang. Ja. Oder warte mal. Können wir ihn... Ich werde den mal überbrücken. Schon lange nicht mehr gemacht. Dann geht er vielleicht auf andere Maschinen. Aber ihr wollt doch wohl nicht bei mir kämpfen, oder? Die wollen bei mir kämpfen. Okay, ja. Metzelt euch gegenseitig nieder. No, das hat ja sogar mal sehr gut geklappt. Alles klar. Wieso schwebt hier ein Graser in der Luft? Wenn ich das mal so erwähnen darf. Das ist ja meiner. Das muss ja ein Grafikpack sein, aber gut. Moin, Wächter, lass ich hier mal rumstiefeln. Wunderbar. Heilzeugs nehmen wir natürlich mit. So, und weiter geht's. Und Stürger, da habe ich ja jetzt auch so einiges verschossen, ne? Ja. Gut, wir haben aber noch genug, so ist es nicht. Sehr schön. Hasi, ich muss da auch dran glauben. Sieht gut aus. Oh, gibt's hier irgendwo... Ja, tatsächlich. So. Kann ich die so aussammeln? Jo. Fischgräte, sehr schön. Da ist auch noch was. Ah, gut. Reichhaltiges Fleisch aus Fisch. Ich weiß ja nicht. Gehen wir erstmal ins Dorf. Wer weiß, was hier noch alles rumkriegt. Da ist allerdings noch ein paar Heilkräuter. Die würde ich schon sehr gerne mitnehmen. So. Stöger. Das nehme ich lieber mit. Da nehme ich doch lieber mal Reis aus. Wer weiß, was das ist. Plünderer, alles klar. Das hättet ihr wohl gerne, wa? Ja, auch noch. Okay. Sag mal, geht's euch gut oder was? Ihr könnt doch nicht alle auf einmal auf mich losgehen. Aber sonst geht's euch gut. Alter, jetzt bräuchte es. Die sind aber auch drin. Ach du Heilige. Bisschen viele hier, ne? Moin, wie ist der viele? Was?
Ey, lass mich doch mal hier weg. Das gibt's doch nicht. Oh, nicht hier runterfallen. Dieser dämliche Graser, seit wann gehen die auf einen los? Okay, haben sie mich verloren? Sehr schön. Die rennen doch sonst sofort weg, die Graser. Lief nicht so wie geplant. Ehrlich gesagt, wollte ich auch gar nicht gegen die kämpfen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Eigentlich schreut das schon fast nach Rache, du. Aber das Thema hatten wir schon. Rache ist nicht die beste Idee, auch nicht bei Maschinen. Allerdings kommen die wahrscheinlich gleich wieder von hinten. Und greifen mich an. Jetzt reicht es. So, der wäre schon mal erledigt. Wunderbar. So, und die da hinten haben mich nicht bemerkt. So, die beiden sind ja die gefährlichen. Wunderbar, wunderbar. So, ich möchte aber gerne die Teule hier auch haben. Und den können wir gleich im Dorf, da sind wir auf einen kurzen Moment mal sicher, auch mal kurz gucken. Ich glaube, wir hatten Level Up oder sowas. Ihr bleibt da hinten. Yo. Ich will Dorin. Dor war irgendwo das Dorf. Genau. Oder hier? Wo denn nun? Diese Quests, ne? Oh, da sind ein Haufen Quests. Da sind auch Nebenquests. Okay, okay. So, wo ist denn hier der Eingang? Das ist, da? Oh, ein merkwürdiger Eingang. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, das stimmt wohl. Andauernd, andauernd. Hier, komm mal her, das Fleisch. Sehr schön. Und das Heulzeugs braucht man sowieso ständig. So. Da ist schon wieder was. Kommt das Pferd her. Gut, sind da noch mehr? Oh, da hinten irgendwo. Bleib da hinten, ja? Ich will ins Dorf. Gut. Rinder. Jo, den hätten wir doch auch erstmal. Den erstmal hier rin, sonst wird das ja nie was. Was? Wie? Ach gut, ab und zu hat die PC-Vision ein paar Ruckler. Das lässt sich nicht abstreuen. Das muss Mutter Krone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Ja, hier gibt es jede Menge. Gut, eins noch den anderen. Jetzt erstmal mal kurz einen Fähigkeitenpunkt. Ich dachte ich mehr. Ich habe einen. Aber ich brauchte zwei, ne? Drei sogar. Das will ich nämlich gerne. Warte mal, was haben wir hier? Das ist doch neu, oder? Ne, Medizinbeutel schneller. Verdoppelt die Kapazität. Das ist auch nicht schlecht. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von Maschinen. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Das ist doch neu hier, oder? Reitmaschine reparieren. Sammle im Reiten Ressourcen. Repariere überbrückte Maschinen mit Metallscherben. Erhöhe Reitmaschinen gesund und. Gut, das ist jetzt so wichtig, aber. Erhöhe Ressourcen Inventarplätze um 20%. Alles klar. Erhöhte Chance, heute Knochen, Linsen und Herzen zu erbeuten. Auch nicht schlecht, aber ich würde trotzdem erstmal gerne das. Aber was ich auch nochmal gerne gucken würde. Gut, Spezialobjekte haben wir ja schon ein bisschen was. Da haben wir auch, ja. Genau wie hier. Ich will jetzt mal kurz gucken wegen den Taschen, ob ich die nochmal vergrößern kann. Das Outfits. Wo habe ich das denn her? Das, wo kommt das her? Das ist neu, ne? Banuk-Vorreiterin. Robuste, wartierende Kleidung, die Nomadinnen vor der Elementen schützen. Für die Banuk beweist das Überleben unter extremen Bedingungen Willenskraft. Okay, das Ding hat 5 Feuerschutz, 5 Frostschutz, 5 Blitzschutz, 5 Verderbnisschutz. Und das Ding nur 5 Tarnung. Okay. Und hier kann man noch 2 Moody und der hier. Die Schichten aus Metall und Leder können Klingen und Pfeile ablenken.
Also wenn ich das richtig sehe, mehr Angriff und besser zielen, das wäre nice, ne? Oh, der Moor. Jetzt habe ich die angelenkt, oder was? Sieht so aus. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber kann ich dort den Modifikationen... Ja, habe ich angelegt. Guck hier, dann kann ich auch noch mal ein bisschen Feuerschutz reinmachen. So, und dann hätten wir da ja auch noch. Komm. Vielleicht noch ein bisschen Elektroschutz, 5-5 oder Eisschutz. Ich nehme Eisschutz. So, dann rennen wir erstmal mit der Rüstung rum. Habe ich auch bessere Waffen? Nö. Nö, gut. Aber hier, da wollte ich gucken. Genau, Waffenbeutel wäre nicht verkehrt. Den würde ich gerne vergrößern. Dafür brauchte ich Kaninchenknochen, die haben wir. Jetzt bräuchte ich noch eine Kaninchenhaut. Okay. Trankbeutel, Jagdbogenköcher, Stolper. Gut, da geht jetzt nicht so viel, ne? Aber zumindest geht der nochmal. So. Und der geht auch nochmal. Sehr schön. Waschbärhaut. Okay. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen mehr. So, den müsste ich doch jetzt auch... Ja. Ups. Jetzt konnte ich... Guck mal, jetzt kann ich 40. Sehr schön. Ah, da geht noch nicht, aber hier. Und wir haben... Naja, hübsch ist was anderes, aber... Stück für Stück. Gut, den gucken wir hier erstmal. Hier ist eine Quest. Das ist ein schwerer Schlag für den Stamm. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft. Sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Weg? Deine Jäger sind... Fort. Ja, dann solltest du sie suchen, Junge. Schlimmeres als der Tod? Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen. Aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Okay, also soll's Eloy wieder machen. Was genau Sag brauchst du denn? Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Die Stärksten unter uns sind tot oder verletzt. Alles klar, gut, denn ja, ich werde doch eine Freundin finden. Da oben ist noch was. So, hier gibt's ja jetzt so einiges zu tun. Hier ist noch was. Da vorne ist noch was. Hier ist ja viel. Gut, was willst du denn? Kriegerin. Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Mutters Mutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese Häute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst.
Alles klar, heute einen Ring finden. Ja, aber die Leute können ja oder hallo, ja gar nichts, ne? Absolut gar nichts. Gut. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, eben. Verstehe. Eben. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Oh Mann, jetzt geht das mit dem Jagdgebiet wieder los. Gut, Jagdgebiete. Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal. Aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Ah ja, sehr witzig, Junge. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit 3 verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Gut, das war's. Nur aber. Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt, Aloy. Wir haben Wichtigeres zu tun, als hier mit irgendwelchen Schwachmaten, die dich auch noch beleidigen, Fang zu spielen. Oh, warte mal. Hier, ist die eine Hauptquest, ne? Ist die das? Ich glaube ja. Ach, bist das ist sie. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Tagturm, okay. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Ja, Said war ja dieser blutrünstige Kriegsherr. Der lebt noch, der Krieg ist doch vorbei. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ah, okay. Ich halte die Augen nach Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Es heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr, aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Gut, haben wir denn hier jetzt alles? Nein. Aber nicht. Da ist noch eine Quest und daneben ist auch noch was. Gut. Na, hier gibt es wirklich mehr zu tun. So, wir gehen gleich zur Quest. Erstens möchte ich hier gerne das Lagerfeuer mitnehmen, damit ich es nicht vergesse. Kann ich mich später hier wieder herposen. Portin. Und ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Ja, erstmal verkaufen, mein Freund. Handeln, Grenze überschreiten. Was ist denn Grenze überschreiten? Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt, Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch ihr neuer König hat sie verboten.
Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Ja, wäre auch wichtiger, ne? Gut, dann komm, machen wir mal was für dich davon? Natürlich. Ja, da gucken wir gleich. Ich will erstmal verkaufen. Gucken wir mal kurz hier. Sägezahnherz, das behalte ich mal. Hier, das kann man loswerden. Das ist, glaube ich, ja, Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallschäbe. Das ist zu gar nichts anderem zu gebrauchen, ehrlich gesagt. Mehrere verkaufen. Ja, genau. Den mal weg damit. Das Maschinenkernklon habe ich nur zwei, behalte ich mal. Wächterherzen. Hier, das kann auch weg, das Gedöns. Das braucht alles kein Mensch. Edge, du sollst doch alles verkaufen, mein Freund. So. Ich muss ja leider zwischendurch mal verkaufen. So, die sollst du verkaufen. Was habe ich denn jetzt eben verkauft? So. Was haben wir denn hier? Grosa-Linse, Plünderer-Linse, Trutanknochen, das brauchen wir alles noch. Läuferlinse, Wächterlinse. Bearbeiteter Metallblock. Verkauf gegen. Ne, kann ich verkaufen. Das ist nur für Händler. Alles klar. Das steht ja zum Glück, wofür was gut ist. Also, alle damit weg. Sehr schön. Die Armbanduhr ist genauso. Nur gegen Verkauf. So. Weg damit. Das kann nochmal weg. Ah, ich muss Platz schaffen. Das geht nicht anders. Alte Schlüssel, die können weg. So. Gut, Echohüse, Metallbahn. Ich glaube, das war ja alles noch. Aber hier, das kann weg. Definitiv. Gibt zumindest mal ein bisschen Kleingeld, ne? Wie viel habe ich eigentlich? Steht das irgendwo? Da, 1373, alles klar. Alter Zahnstocher, ja, das sind für euch Relikte in dieser Zeit, aber wir brauchen es nicht. So, Lohe, ja gut, Lohe, brauche ich ja öfters für Feuerfeuer, das wollte ich mal, Metallgefühl. Ich habe jede Menge Fleisch, ne? Schnellreusepakete, Fleisch und so möchte ich gerne alles mal behalten, gut. Das will ich jetzt auch nicht verkaufen. Das genauso wenig. Modifikationen. Habe ich so viele, die verkaufe ich erst, wenn voll ist. Nicht vorher. Gut. Hast du denn noch irgendwas Brauchbares vielleicht? Dann lass mich doch mal rauf. Da fehlt irgendwas. Ja, Kristallgeflecht. Alles klar. Gut, das könnte ich mir kaufen. Ich weiß bloß nicht, ob das einen wirklich bringt, ne? Ich meine, den habe ich. Und den Scharfschützenbogen, ich weiß nicht, ob ich den brauche. Der ist halt auch verdammt teuer, ne? Ah, aber ich würde es trotzdem gerne mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Ich kaufe ihn einmal. Den Scharfschützenbogen packe ich mal da oben hin. Alles klar, und ansonsten hat der aber auch nichts Brauchbares. Ne, die Fallen und so, das kann ich mir selber herstellen. Muni auch. Schockfeilpaket. Kann ich den nicht selber machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Zersprengerpfeil. Alles klar. Ich weiß es nicht. Spezialmodifikation. Na, das wäre natürlich nice, aber... Na. Die fehlt mir noch, ne? Die Banuk-Figuren. Gut, dann kaufen wir die jetzt. Die konnten wir beim letzten Mal nicht kaufen. Den haben wir sie jetzt. So. Einmal verabschieden. Ja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. So, alles klar, das sind diese Banuk-Figuren. Hier unten, hier fehlt doch noch was, ja. Fehlen noch zwei Sachen, wie gesagt, die hole ich später mal. Ansonsten habe ich hier soweit alles, bis auf die Figur. Ah gut, hier ist das Banditenlager, von da aus kommt man aber schnell darüber. Aber ich muss hier sowieso hin, guck hier. Da sind E-Quests. Alles klar, dann kann man das gleich mitnehmen. Den einmal zu der Quest. Halt, hier ist eine Suche. Ja, halt, eine Sache habe ich vergessen. Moment. Und zwar der neue Scharfschützenbogen. Er da. Einmal Modifikationen rein, bitte. So viel Zeug muss sein. Der geht ja wohl, glaube ich, eher auf Schaden, ne? Warte mal. 13% Schaden, 12, 10, 13. Ach, Handhabung geht auch. Okay, dann mache ich die 13% Schaden rein. Da gehen ja zwei rein. So, und den noch einmal Handhabung. 14, 13, 11, 19. Alles klar. Dann machen wir den da rein. Wunderbar. Komm her, Mädchen. Lass dich mal ansehen. Alles klar. Das ist er hier denn, ne? Zersprengerpfeil.
Und Präzisionspfeil. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammmütter. Ah, der ist ein bisschen genauer, wie es aussieht. Aber ob der nur auch mehr Schaden macht, ich weiß es nicht. Müssen wir im Kampf ausprobieren. Jetzt erstmal zur Quest. An der Seite von Barstow. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Es war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Die Brutstätte? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Kommen, wenn Maschinen, also eine Art Fabrik, wo die Maschinen hergestellt werden, die hier rüber. Oh, das wäre mal interessant. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Ja, gut, die Maschinen sind halt angriffslustig. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Doch. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Alles klar, Brutstätte im Norden. Also das da. Brutstätte Sigma, ja. Überprüfe die Geschichte, das ist wahrscheinlich eine Art Fabrik. Das könnte durchaus interessant werden. Oh, warte mal, und hier müssen wir noch questmäßig was haben. Da oben. Dorn müssen wir noch einmal hin. Das kriegen wir schon hin. Oh, warte mal. Das ist nicht die Quest. Ist hier nichts mehr? War da noch was? Ja. Falsche Quest angeklickt. So. Gut, das konnte ja mal vorkommen, ne? Dass man die falsche Quest angeklickt hat. Aber hier vorne muss es sein. Das ist nämlich ein Teil der Hauptquest. Ich werde es mir merken. Sag mal. Sie ist keine Ausgestoßene mehr. Er hier oder was? Sie. Die mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Val sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Ja, so einfach wird das bestimmt nicht. Aber fragen wir erstmal was über das Fort. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Klingt nicht gut. Und die Verderbnis? Wie schlimm ist die Verderbnis schon?
Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Oder mal selbst nachdenken und selbst mal überlegen, woran das liegen könnte. Gut, fragen wir über die Karcha. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Oh, werden wir uns angucken. Gut, du was kümmerst ist dich drauf? Also hier um die Verteidigung. Genau, wollte Mutter Krone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Sie hat sich also gewünscht, eine Führungsposition zu kriegen. Naja, gut. Ich muss jetzt los. Schafft sie es hoffentlich. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Das hoffen wir auch. So, warte mal, wir haben ja jetzt einen ganzen Berg hier. Das sind wohl die verdorbenen Zonen. Okay, eine müssen wir auch machen. So, jetzt haben wir hier wieder was. Schmach und Schmerzen. Was ist das denn jetzt? Finde Jun. Ach so, okay. Den haben wir... Hier auch noch was. Da steucht doch kein Mensch mehr durch. Okay, das ist das alte Waffenlager. Aber hier ist noch was. Genau, das sind die Jäger. Und sonst weiter runter hätten wir nichts, bis auf die zwei Sachen da zu sammeln. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das, bevor wir hier oben weitermachen. Hier ist ja noch sowas, da ist die Brutstätte. Auch hier kommt noch jede Menge. Da ist noch was. Und jetzt geht's hier richtig los. Jetzt geht's in sämtliche Richtung. Gut, dann würde ich sorgen, zuerst das hier irgendwie so hochkriechen. Ja, ich glaube, das war der mit den Heilkräutern. Dann machen wir die Quest an. Machen da den Voider. Hier ist noch ein Lagerfeuer, was wir mitnehmen müssen. Den haben wir hier noch was. Ah, das sind die Krieger. Und irgendwo, was ist denn das da? Keine Ahnung, was das da ist. Kann ich zumindest hinreisen? Das ist Rossgrab, ne? Ja, das ist Rossgrab. Ja, da müssen wir sowieso nochmal hin. Sehr schön. Gut, wir müssen das Stück für Stück machen. Wir arbeiten hier alles ab. Den als nächstes erstmal das. Den das. Ja, das Lagerfeuer nehmen wir noch mit. Da haben wir noch was. Jo, und wir besuchen definitiv auch nochmal Rossgrab. Das muss definitiv sein. Freunde, sind wir am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's denn hier weiter. Bye, bye.